Das Market-Institut hat im September im Auftrag der Wirtschaftskammer 500 Ausbildungsbetriebe zu ihrer Lehrlingssituation befragt. 16% der angebotenen Lehrstellen konnten zu dieser Zeit nicht besetzt werden und 2/3 der Betriebe sagen, dass es derzeit nur schwer möglich sei, Lehrlinge zu finden. Ich glaube, es gibt insgesamt 3 Gründe oder zumindest 3 Gründe. Zum einen, es gibt immer weniger Jugendliche, wo sie interessiert sind, im Tourismus zu arbeiten. Zum anderen ist es natürlich auch schwierig für die jeweiligen Betriebe, immer weniger Wirte gibt es. Stellen Sie sich vor, es hat der Betrieb am Mittwoch oder am Donnerstag geschlossen, dann gibt es eine sogenannte Wochenendruhe. Wie soll der Betrieb zusammenkommen und einen Lehrling ausbilden? Ist fast unmöglich. Und zum Dritten gibt es immer weniger Lehrling, die dieses Berufsbild wollen. Probleme gäbe es vor allem im Tourismus und bei den Handwerksberufen, hier vor allem in der Baubranche. Die Ursache liegt meist in der jetzt greifenden, sehr negativen demografischen Entwicklung. Allein in der Steiermark haben wir im 10-Jahres-Vergleich um 20% weniger Jugendliche und da gibt es natürlich ein massives Match um die Jugendlichen, die verfügbar sind. Es ist ganz schwierig. Ich meine, wir kämpfen um jeden Jugendlichen natürlich. Wir sind bereit, Jugendliche auszubilden. Nur es müssen auch die Rahmenbedingungen, die die Politik vorgibt, stimmen. Dann tun wir uns leicht, einfach den Jugendlichen zu unterstützen und zu führen. Man muss sich vorstellen, wenn einer mit 14 oder 15 Jahren in ein neues Leben, und die Lehre ist ein neues Leben, eintritt, da verändert sich sehr vieles. Und die Rahmenbedingungen müssen für alle, für den Betrieb und auch für den Jugendlichen stimmen. Rund 17.000 Lehrlinge werden derzeit in 4.500 steirischen Lehrbetrieben ausgebildet. Beim AMS waren im September 500 offene Lehrstellen gemeldet, obwohl gleichzeitig rund 1.000 junge Steirer eine Lehrstelle gesucht haben. Es scheitert zunehmend an der Qualifikation. Muss ich die Jugendlichen ein bisschen in Schutz nehmen, sage ich mal. Die Qualifikation ist schon richtig, was Sie ansprechen. Auf der anderen Seite, es gibt immer weniger Jugendliche, die zu uns wollen. Es gibt auch weniger Betriebe, die Jugendliche ausbilden und dadurch ist die Selektion größer geworden. Das heißt, automatisch gibt es weniger. Dennoch entscheiden sich immer noch 42% der 15- bis 16-Jährigen für die Lehre, der Rest für eine weitere schulische Ausbildung.